Hallihallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit. Ja, Anduin ist wieder auf zwei Beinen unterwegs, weil bei der letzten Folge ist er nur am Boden dahin geschlittert. Das war recht witzig. Ja, aber so. nur anzeigentechnisch. Ja. Bei mir da ist gestimmt, aber für die Tibra. Für mich war es Wahnsinn. Ja. So, ich habe mir das Inventar angefüllt mit anderen Samen, was ich noch nicht gepflanzt habe. Ich will einen Dachgarten machen. Fertilizer, alles was ich brauche, ist da. Mhm. Ja, dann werden wir gehen und einmal die ganzen Tresore aufmachen, die wir bis jetzt noch nicht erledigt haben da in der Ortschaft. Hoffen, dass uns nicht die Hunde fressen. Ich kneife. Wir müssen ein bisschen was ausräumen, weil wir haben einen Loot-Respawn. Mhm, ups. Da. Ich habe da gerade in der Nacht die Zeit genutzt, um einiges zu looten. Ja, die Tipo hat jetzt schon die zweite. Ja, die ist gesperrt, die bringt mir nichts. Oh, sorry. Mache ich dann gleich auf. Sorry. Klebeband, dann mal da rein. So, ich bin jetzt am schönen Dach. Da werde ich auf jeden Fall einmal den Boden verstärken. Hast du die leeren Gläser raus? Ja. Alles klar. Die wollte ich im Brunnen dann anfüllen. Okay, dann schmeiße ich meine da rein, die ich jetzt habe. So, und dann haben wir nur da eine grüne Pistolenrahmen am grünen. Den gehen wir auch da rein und dann sind wir schon soweit. Ja, muss mal schauen, vielleicht kann ich wieder irgendwas zusammenbauen von den Waffen. Wie, ich sehe gerade, ich habe mittlerweile die dritte Range im Inventar. Das brauchen wir auch nicht. Da lassen wir welche da. So, und dass man die Erde am Dach einbringen kann. Mit. Und gut ist, los geht's. Viel Spaß. Danke. Werden wir bestimmt haben. Ich beobachte es von hier oben, ja? Mhm. So, Craft. Brauchen wir einen Untergrund für die Pflanzen. So. Da war jetzt der Scherz, oder? Das hört sich irgendwie nach Hund an. Ja, ist eine Tülle. Eine Tülle? Zombie-Tülle. Eine Zombie-Tülle. Und da läuft es. Das Anwesen. Nein, hat herausgefunden, wo er genau ist. Gesehen. Hm. Ich schau mal von hier oben. Keine Ahnung. Ach ja, da könnten wir ja auch noch einen kleinen Dachgarten machen. Aber da geht, glaube ich, nichts raus. Muss ich Stiegen basteln. Der Seite muss ich da weg. Okay, ich höre, er hat es nicht gehört. Sind da mehr? War nur der eine. Gut. Hätten wir das. Da bräuchte ich das Scharfschützengewehr von Ghost Recon. Jo. Könnte ich mich am Dach hinlegen? Es gibt ja da in 7 Days ebenfalls eines. Okay. Und da fehlen uns noch sehr viele Teile. Ah, da ist er.
So, dann werde ich mal etwas Erde reinbringen. Hä? Was denn? Ach, da oben. Ah, es ist teilweise sehr interessant, wo er die Woodframes hinsetzt. Also Erde geht da irrsinnig viel drauf. Na, Blödsinn. Tragen. So. So, und wir brauchen... Und dann sollte da der erste Safe sein, genau. Na bitte. Na bitte. Vier Teile haben wir mal. Welche vier Teile? Ja, irgendwelche Schusswaffenteile. Ich hab's nicht genau geschaut. Okay. So, der ist offen. Soll ich die Häuser, wo das Safe drin ist, irgendwie kennzeichnen? So, die Woodframes da vorne. Werden wir jetzt weg. Ich meine, wir könnten da oben einen Woodframe hinsetzen, aber nur vom Eingang. So, ich denke, ich habe alles ungeackert. Das schaut irgendwie... Ja, das ist noch nicht geackert. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es fürs Erste. Da steht auch wieder ein Woodframe. Yucca Seed. Bin gespannt, ob das da was wird am Dach. Hihi, schaut witzig aus. So, Mushrooms. Sehr schön. Blueberries. Aber ich glaube, Blueberries braucht man jetzt gar nicht mehr Wasser, oder? Box, glaube ich, bei den anderen Sachen ja nicht. Ne? Das ist, glaube ich, generell aufgeschlossen. Das war, glaube ich, in der 13er noch. Da hat er Kaffee und so benötigt. Stimmt. So, der Frühstückskaffee kommt zum Schluss. Was? Eine Töle. Töle. Schon wieder. Hm.
fuck. Ja, geht nicht rüber auf die Keule. Gut, damit können wir gleich wieder retour. Infiziert 35 geben. So. Ah, da bist du ja. Soll ich dir was runterbringen? Gut, ich komme da ja gar nicht rauf. Nein, nein, du brauchst nichts runterbringen, ich hole mir das schon. Na dann verpulvert man das. Na, das ist viel. Hm. Unser Woodspike-Vorgarten. Genau. So. Ja, das muss auch weg. Sowieso rauf, da kann ich das gleich mitnehmen. Wir brauchen ja Antibiotikum. Antibiotikum. Ja, ich bin eh recht fleißig beim Herstellen. Hm. Ja, da haben wir genug. Und das ist für mich schon so viel hergestellt worden. Machen. 30 Stück, ich glaube, das wird reichen. Musst du aufpassen, dass du keine Überdosis kriegst. Ja, ich nehme also hier hinzu. Okay. So. Ich beruhigt. Dann haben wir da den Schrotflintenlauf. Puh. Hm. Unsere Waffenkiste. Ja, die berstet auch schon. Ja, wird ja nett da heroben. So, dann war das das. Dings haben wir vergessen. Mhm. Ach, jetzt sind da eh so viele. Zack, zack, zack. Ups, und da rein. Und weiter geht's. Eigentlich ein Gucker auch an so zum Fernglas. Ja. Hm. Nein, ich glaube nur auf der Sniper hast du die Möglichkeit. Okay. Und da hast dann so ein Zielfernrohr drauf, aber so wäre man. Ja, schade. Eigentlich jetzt keins bekannt. Wir hätten eigentlich alles hier. Für was denn? Dass wir nicht mehr raus müssen. Wir haben unseren Brunnen.
Dann habe ich aber genug Garten angelegt. Oben so, den haben wir erledigt. Schauen wir mal. Dass wir, glaube ich, so einen Hund an der Stopptafel haben. Zwiebeln auf Dings rauskriegt. Sehr spannend. Naja, nächste. Hatten wir denn schon so viel? Naja, wir haben im Süden die komplette Hausreihe gemacht. Wir haben gegenüber, okay, auf unserer Nordseite, das was gegenüber ist, das haben wir komplett durchgemacht. Okay. Da kommen schon ein paar Saves zusammen. Mhm. Wo ist er? Da ist er. Das Schöne ist, in jedem von den also Saves, so eine Waffenschränke. Ja. In jedem von denen findest du mehrere Teile. Der Beton, also der Concrete Mix, der läuft ganz schön dahin. Okay. Das Jagdgewehr. Ich glaube, das können wir jetzt vollständig in Orange zusammenbauen. Ja, das ist ja schon mal was. Ich glaube, ich habe das auch schon gelernt. Ich bin nicht sicher jetzt. Wir werden sehen. So, und ich glaube, da war gleich ja, mindestens ein Safe ist da noch. Genau. Da muss man aufpassen, dass nicht gleich Gras wächst. So. Und jetzt wird's interessant, wie komme ich da raus? Da ist er, der Nächste. Trapp, trapp, trapp. Immer die Treppe. Genau. Eine. Nicht so. Den Häusern ist noch kein Respawn. Es ist noch nicht so lange her. Na super. Was? Nehmen wir jetzt den unteren Woodframe als erstes abbauen, weil dann hat man Holzreste. So. So. Ich glaube aber, das war es jetzt doch mit den Gun-Saves, ja. Da runter? Ah ja. So. Und Concrete Mix holen. Da schon was fertig? Okay, vielleicht hat er das an deinem Weg gearbeitet. Also heute ist wirklich kein, nicht mein Tag. Triff nicht. Ja, kann mal vorkommen. So, dann schauen wir gleich, wo der Andrin ist. Okay, da versuchen welche durch den Zaun zu kommen. Welcher Seite? Dort, wo du wo wir aus- und einsteigen. Westen. Mhm. Oh ja, das ist ja toll.
sind ja einige mal wieder. Zwei sehe ich. Das ist schon, glaube ich, 6 oder 7. Oh. Ach ja. Nur bis ich unten bin. Jetzt haben sie also ein neues Spielzeug gefunden. Jetzt hat es mich gesehen. Haben. Ja, wenn du Unterstützung brauchst, musst du es mir sagen. Nö. Ja. So. Von hier oben treffe ich sicherlich nichts. Ich komme aber runter, denn ich glaube, die sind schon innerhalb vom Zaun. So, ja, nice. Das haben wir leider nicht alle verfolgt. Boah. Okay. So, der Rest klopft dann eigentlich herum. Mhm. Ich glaube, es sind schon wieder ein paar mehr. Oh ja, sie haben schon mehrere Tische. Okay, ich nehme den Zaun gleich mit. So. Ups. Gott, bin ich voll. Ich bin schon fast bei dir. So. Das ist ein Wahnsinn.